Ja, hallo und willkommen bei einem weiteren Teil meines kleinen Kurses zum Thema Qt-Programmierung. Beim letzten Mal hatte ich hier dieses Beispiel vorgestellt. Das ist dieses Ergebnis hier, dieses Widget hat man da erstellt mit den vier Elementen hier und dem fünften unten, den Button. Das will ich heute nochmal machen, allerdings mit dem Designer, der hier drin steckt innerhalb von Qt Creator. Aus dem Grund will ich das hier einfach mal beenden und auch alles soweit schließen. Und hier will ich auch alles schließen, beziehungsweise das Projekt hier schließen. Das kann ich hier machen und will an der Stelle eben ein neues Projekt starten. Und diesmal werden wir hier eine Anwendung herstellen und eine Qt Widget Anwendung. Die wollen wir wählen. Und okay, ich will mal hier ein anderes. Ja, das ist okay. Dann nennen wir das Grid Widget. Ja, Grid Widget wollte ich das nennen. So, das gefällt mir besser. Ist auch völlig egal, wie das heißt, aber irgendeinen Namen soll es halt kriegen. Ist jetzt auch egal, hier übernehmen wir das. Hier ist es interessant und wichtig, dass ich nicht von dem Main Window, von Qt Main Window ableite, sondern von Qt Widget. Das will ich jetzt ja so machen. Main Window, da hätte ich natürlich die Möglichkeit, dann weitere Elemente noch hinzuzufügen, wie ein Menü und so weiter, eine Statuszeile, eine Symbolleiste, das lässt sich da relativ ordentlich machen. Aber Widget reicht an der Stelle. Der Klassenname, das kann Widget bleiben, aber ich kann es auch umbenennen, ich kann es jetzt für Window nennen. Ja. Ich habe ja meine Widgets, die übergeordneten Widgets immer Window genannt, aber auch das ist ja uns überlassen zunächst. Mit weiter. Achso, ich will nochmal auf was hinweisen, das kann man hier nochmal sehen. Das wird also erstellt, hier wird ein Window UI erstellt. Das ist so ein User Interface, mit dem werden wir uns gleich befassen. Und diese Datei werden wir jetzt gleich editieren, das werden wir gleich sehen. So, zunächst hat er uns hier die window.cpp geöffnet. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Hier ist noch eine Header-Datei erstellt. Also wir haben eine Klasse, die Window heißt. Die haben wir hier erstellt. Ja, da gibt es einen Konstruktor und es gibt ein Element hier, ein privates Element. Das heißt UI, also User Interface. Darauf werden wir gleich zurückkommen. Aber wir wollen die Formulardatei, die hier unten, die jetzt im Projekt mitgeführt wird, die wollen wir öffnen. Und da sollte jetzt hier unser Fenster erscheinen. Genau. Ich habe das noch nicht erwähnt in den letzten Teilen, weil es mir noch nicht so wertvoll erschien, an den, wenn man noch wenig Erfahrung hat, gleich mit diesem Teil ja zu beginnen. In vielen Lehrbüchern wird das ja auch so gezeigt, dass man hier das nicht Schritt für Schritt erlernt, sondern gleich diese grafische Oberfläche mit benutzt. Ich halte das teilweise für einen Fehler, weil man eben da ein bisschen, ich sag mal, abgelenkt wird von den eigentlichen Dingen, die man wissen sollte. Okay, wir wollen also hier genauso zwei Labels, zwei Line-Edits und ein Button wollen wir dort hin buxieren und wir wollen probieren, wie wir das machen können. Und zwar, hier ist schon der Button, den kann ich also einfach anklicken, festhalten, ziehen, loslassen. Da habe ich dann einen Button. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das hier nach unten zu ziehen. Jetzt wollen wir mal gucken, ja, wo sind ja hier, sind die Line Edits. Hier ist Line Edit und Label findet man auch noch. Ich kann hier oben auch einen Filter einsetzen. Ja, das werden wir gleich noch machen mit den Labels. Also ich mache erstmal die Line Edits. Das stört uns nicht weiter. So, zwei Line-Edits. Wo die jetzt positioniert sind, spielt noch keine Rolle. Das werden wir gleich noch sehen, wie wir das machen können. Und jetzt kann ich ein Label suchen.
Da tippe ich hier oben bei Filter einfach Label ein, ja, und da haben wir es. Ja, die ersten drei Buchstaben reichen. Label, ein Label, zwei Label. So. Das ist ja schon mal sehr schick. Ja. Wir haben also hier diese Möglichkeit gegeben, das in der Form zu managen und zu machen. Ja. So. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Gesamte hier in tabellarischer Anordnung zu bringen. Das wäre das hier, Objekte tabellarisch anordnen. Wir können das mal probieren. Da steht unter Tastaturkürzel, Ctrl G, wie ich das sehe. Und ich kann das mal ausprobieren. Und das ist fast in der Hinsicht, wo wir das haben wollten. Ja? Ich kann das mal versuchen, das zu verbreiten. Das geht auch. Wir haben also hier unser Fenster und das ist an sich genau das, was wir erreichen wollten. Ich könnte es noch ein bisschen verkleinern. So. Und ich verrate schon, dass es eigentlich jetzt schon ausreicht und genau dem entspricht, was wir beim letzten Mal hatten, bis auf die Texte, die hier erscheinen. Ja? Ich kann das sofort starten, aber ich will dann gleich noch ein bisschen mehr Funktionalität hinterlegen. Und auch mal die Quelltexte diesbezüglich mal anschauen. Ihr seht hier, das ist genau die Funktionalität, die ich brauche, ja, die ich einrichten wollte. Wunderbar, klappt alles. Machen wir das wieder zu. Ich will noch ein bisschen mehr. Erstens, ich kann hier natürlich jetzt hier rechte Maustaste ausüben und Text ändern beispielsweise wählen. Da kann ich direkt dort den Text ändern und da will ich mal hier Name eintippen, Doppelpunkt, und hier unten drunter will ich auch den Text entsprechend anpassen. Da mache ich Vorname rein, halt, da ist es, Vorname, so, ja, die Breite wird auch automatisch angepasst. Hier unten gebe ich mal auch den Text ändern an, so, sage ich mal Eingabe. Soll das sein? Und jetzt will ich die Namen noch ein bisschen anpassen. Ja, ich will die Namen noch ein bisschen anpassen und zwar, das heißt ja nur Label. Ja, das Teil. Jetzt muss ich mal lügen hier und zwar Objektnamen ändern. Das kann ich auch gleich hier machen. Rechte Maustaste drauf, Objektname ändern und da kann ich jetzt sagen, okay, das ist Label Name. Ja, ich mache jetzt mal konkrete Objektnamen, nicht nur Label 1, Label 2, sondern konkrete Objektnamen, was man ja auch in der Praxis tun sollte. Und wenn das der Name ist, dann ist das hier da. Das Label Vorname. Natürlich kann man auch mit den englischen Begriffen arbeiten, First Name und so weiter, was ja in der Programmierung an sich der Vorzug ist, dass man dort eben englische Begriffe benutzt, um ein bisschen international zu bleiben. Aber für unser Beispiel soll das ausreichen. So, jetzt haben wir die Objektnamen angepasst. Das kann man auch hier oben sehen. Ich will euch das mal zeigen. Hier sieht man das sehr schön. Das ist also dieser Strukturbaum, ja, innerhalb meines Fensters, innerhalb meines Widgets. Ja, das ist das Übergeordnete hier. So, jetzt ist das so schön angeordnet, ja, das kann ich wieder aufheben, hier oben haben wir das, das könnte ich aufheben, Layout auflösen und andere Layouts nehmen, nämlich horizontales Layout, vertikales Layout. Ich kann auch noch einen Splitter hinzufügen, das ist ein Abstand zwischen einzelnen Objekten, ja, einen vertikalen bzw. horizontalen, ja, kann ich hinzufügen und es gibt auch noch einen Spacer, das kann ich immer zeigen, das ist ein Spacer. Da habe ich dann hier horizontalen Spacer und vertikalen Spacer. Auch da kann ich Platz schaffen, ja, wenn das notwendig sein sollte. Aber davon vielleicht später noch mehr. Jetzt will ich hier die Line Edits entsprechend verändern im Namen. Das kann ich auch hier drüben machen. Ich will auch das mal demonstrieren. Ne? Ich kann hier doppelt klicken und da steht hier Line Edit und da steht, das ist der Name. Und das zweite hier, F2 drücken hilft auch. Ist dann der Vorname. So.
Na gut, der Button, das ist der einzige Button, der hier existiert, aber auch den könnte ich ändern und da könnte ich sagen, okay, Push-Button Eingabe, ja, damit er einen konkreten Namen kriegt. Wie gesagt, das ist empfehlenswert, dem Ganzen einen ordentlichen Namen zu erteilen. Und jetzt kann man noch Folgendes machen, das vielleicht noch zusätzlich als Info. Innerhalb von Dialogen ist es ja üblich, dass man auch mit der Alt-Taste auf die entsprechenden Elemente springen kann. Und hier will ich mal dem N den Vorzug geben, also dass ich den Wunsch habe, mit Alt-N dann hier in diesen Bereich hineinzugehen. Das muss allerdings einhergehen mit einer Information für dieses Label, dass dieses Label dann dieses Line-Edit hier rechts bearbeitet. Und wenn ich hier mit V arbeite, dann will ich dieses Line-Edit hier, dieses Objekt hier benutzen. Also, ich werde das jetzt ändern und das kann ich auch hier rechts unten mit den Eigenschaften machen. Und zwar haben wir hier den Text, das ist der Name. Und da setze ich einfach ein Ampersand vorne dran. Habe ich das jetzt gemacht? Ja. Okay, Enter. Und Moment, jetzt muss ich ganz schwer überlegen. Das ist normalerweise richtig, aber ich brauche noch einen Body. Wo ist der? Hier ist er. Den Body brauche ich noch. Aha. Den kann ich hier nicht eintragen. Da muss ich mal gucken, das ist jetzt Line Edit Name. So, lasst mich das mal ausprobieren. Nicht, dass ich jetzt hier einen Fehler gemacht habe. Halt, das habe ich falsch geschrieben hier. Line Edit Name, okay. Ah ja. Ja, jetzt durch diese Eigenschaft Body, die ich jetzt gesetzt habe auf Line-Edit Name, das ist nämlich der hier rechts daneben, wird das auch erkannt und der Unterstrich ist jetzt okay. Ja? Das N hat jetzt den Unterstrichen, ist unterstrichen und kann auch benutzt werden. So, dass wir das bei dem nächsten ebenfalls machen hier, bei Vorname. So, da können wir hier den Namen verändern und können davor, vor dem entsprechenden Wort, vor dem Buchstaben, das machen und hier nehmen wir Line-Edit Vorname hinein. Genau. Und hier machen wir das genauso. Also die Eingabe selber soll mit Alt-E aktiviert werden können. Das machen wir in der Form. Doch hier seht ihr, dass eben das E unterstrichen erscheint. Ja, das ist für die Benutzung von Dialogen schon recht hilfreich. Und wir wollen jetzt noch einen draufsetzen, nämlich eigentlich möchte ich ja irgendwas tun, wenn hier geklickt wird. Ja, und so eine Entwicklungsumgebung sollte mir eigentlich dabei Unterstützung liefern, dass ich diese Möglichkeit eben in Betracht ziehe. Und das geht auch hier. Dazu klicke ich immer die rechte Maustaste. Und jetzt muss ich ganz schwer überlegen. Ich kann hier den Slot anzeigen. Okay. Wählen und da steht Clicket. Ja, und das will ich mit OK bestätigen. Und jetzt habt ihr hier einen neuen Slot angelegt, automatisch. Der heißt On Push Button Eingabe Clicket. Den Namen, den belassen wir so. Dann müssen wir jetzt lediglich noch die Funktionalität hinzufügen. To Do. Funktionalität hinzufügen. Ja. Das müssen wir jetzt noch machen. Und was wollen wir machen? Wir wollen eigentlich die Werte, die da eingetragen sind, nämlich Vorname und Nachname, die wollen wir mit Leben erfüllen. Das heißt, mit mal ausgeben. Ja. Und diese Ausgabe soll erfolgen in so einer Infobox, in so einer Messagebox. Ja. Und das wird am allerbesten hier oben.
inkludiert. Messagebox, da haben wir das. Das klappt tadellos. Ja, und hier ist ja nichts weiter bis jetzt passiert. Wir haben hier zunächst den Konstruktor. Im Konstruktor wird der Parent nochmal aufgerufen und dann wird hier initialisiert die User-Schnittstelle. Ja, und da wird ein neues Window hergestellt. Ja, also UI enthält dann eben ein Objekt vom Typ Window, das wird hier eingebunden. Ja, und zusätzlich wird eingebunden UI Window, wird ebenfalls eingebunden. Was ist das? Das ist im Prinzip die Ausarbeitung von Window H. Also, ne Quatsch, eigentlich ist das unsere Oberfläche, die wir jetzt gemanagt haben. Die Oberfläche, die wird erst durch einen Compiler, UIC, geschickt, ein User Interface Compiler, und dann entsteht da noch eine weitere Datei, die können wir uns ja nachher noch kurz angucken. Ich glaube, ich hatte das irgendwo schon mal kurz erwähnt, aber wie auch immer. Ja, wie können wir das jetzt machen? Am besten wird sein, wir gucken mal, ob wir eine Q-Message-Box in Erfahrung bringen können. Ja, ich drücke mal F1, um jetzt hier zu schauen, was können wir am besten machen. Und hier haben wir die Funktionalität vor uns, da können wir das in aller Ruhe mal betrachten. Und zwar, das ist alles nicht das, was ich machen wollte. Static Public Members, hier Information, hier haben wir es, Standard Button Information, hier ist es. So. Okay, das wollen wir machen. Ja. Und wir wollen den Vornamen und den Nachnamen in unserer Box mal ausgeben. Und das sollten wir in der Form machen. Da kommt Standard-Button zurück. Ich will eigentlich nur eine Information rausgeben. Das lasse ich mal ohne. Na, wir versuchen es einfach mal. Q Message Box Info. Muss ein Doppelpunkt sein. Information, da ist er. Ja, und jetzt, was kriegen wir zuerst? Wir kriegen den Parent. Der Parent ist dieses Objekt. Was haben wir als nächstes? Den Titel. Mein Window schreibe ich mal drüber. Das ist der Titel dieser Infobox. Das werde ich mal zumachen, dass wir hier noch Platz haben. So, das nächste ist der Text selber. Ja, und der Text, den muss ich jetzt zusammenbasteln. Ja, den muss ich zusammenbasteln. Und da nehme ich jetzt meine neue Zeile vor und dann sage ich UI muss ich, weil diese UI hier, das ist die User Interface, da stecken die ganzen Informationen drin, nämlich das ist die eigentlichen Inhalte meines Fensters stecken da drin. UI, und ihr seht hier, ich habe also Line Edit Vorname und davon brauche ich den Text. Halt. Das war natürlich jetzt nicht so günstig. Falsche Taste. Muss nochmal. Text. So. Dann hänge ich mal noch ein Leerzeichen dazwischen. Und plus UI. Machen wir es unten drunter. Punkt Line Edit. Name, Punkt, Text, so, Semikolon. Achso, Moment, da muss noch was dahinter. Ich will nur mal den Standard-Button noch angeben. Das müsste ebenfalls machbar sein, und zwar
Da will ich haben QT. Jetzt muss ich gucken. Standard-Button. QT. Yes. Nee. Key Yes ist auch nicht richtig. Wie war das? Da müssen wir auch nochmal in die Hilfestellung reinschauen. Weil ich das nicht aus dem Kopf kenne alles. Na, gucken wir hier mal rein. Default und Escape Keys. Was haben wir noch hier? Properties, Public Functions. Okay. Na, gucken wir hier mal hin. Escape. Nee, das ist was anderes. Q Standard Button. Da gucken wir da mal hin. Das ist jetzt. Und zwar hier war es doch Static Public Members. Hier Information. Und dann haben wir doch hier Standard-Button, da gucken wir jetzt. Ah ja, Q-Message-Box, okay muss es heißen, oder, ja. Q-Message-Box, okay, das muss man da mal hinschreiben. So ist richtig, ne. Message-Box, Doppelpunkt, okay, so. Tja, jetzt gucken wir mal, ob das wirklich funktioniert. Der das übersetzt. Und ob er dann den Vornamen und den Nachnamen uns anzeigt. So. Ich habe das noch nicht gemoved, das kann man ja auch gleich nochmal nachholen. Und ja. Max Mustermann. Eingabe. Ah ja. Ja, das hat also funktioniert. Da steht Mustermann Max. Das ist falsch rum. Wieso das? Ach so, Name. Klar, ich habe es ja falsch rum eingetragen. Ne? Na, machen wir es nochmal. Name ist Adler. Vorname ist Horst. Horst. Ja. Und Alt-E. Eingabe. Horst Adler. Da ist er. Wunderbar, ja, klappt. Die Eingabe ist ausreichend. Und wenn ich jetzt hier Alt-N drücke, bin ich in meinem Namen. Wenn ich Alt-V drücke, bin ich im Vornamen. Wenn ich Alt-E drücke, drücke ich auf den Button. Also ich kann komplett mit der Tastatur meinen Dialog hier bedienen. Ja, darauf sollte man achten. Das ist also recht wichtig. So. Das also hier schließen. Wenn ich hier noch einen Move hinschreiben will, das ist überhaupt kein Problem. Das kann ich hier machen. Allerdings alle Änderungen sollten immer nachdem das Setup UI aufgerufen ist, getätigt werden. Also das ist wichtig. Und da kann ich jetzt hier mit sys.move arbeiten und kann den mal an eine Stelle rücken hier. So. Ja, also alle möglichen Änderungen, die ich noch an der Oberfläche durchführen möchte, die mache ich, nachdem ich UI Setup UI aufgerufen habe. Das muss danach passieren. Dann kann ich alle möglichen Änderungen durchführen. Ja, was Breite anbetrifft oder Position und so weiter und so fort. Und das kann man jetzt hier noch machen. Ihr seht, jetzt kommt das gleich in den Blickfeld und ich kann das entsprechend bearbeiten. Ja. Jetzt kann ich hier natürlich weitere Dinge hinzufügen, zum Beispiel, ob es sich um eine männliche Person handelt oder eine weibliche Person und so weiter. Das kann ich alles hinzufügen. Und dann kann ich natürlich auch hier so eine Begrüßung, jetzt haben wir natürlich nichts drin, kann ich eine Begrüßung da machen, so eine Art Hallo und guten Tag. Ja, das ließe sich machen, aber das würde vielleicht auch an der Stelle schon wieder zu weit führen, sprich, das Video ist dann auch doch relativ lang. Jetzt wollten wir uns noch mal ganz kurz dieses Dokument da anschauen. Und zwar, ich rufe mir mal schnell meinen Dolphin hier auf den Bildschirm. Moment. Und dann gucken wir mal in die Elemente hinein.
Und zwar QT-Tests hieß das. Hier ist es. Dann habe ich Grid-Widget. Das ist das Ding. Grid-Widget. Hier ist das hier. Das ist also Grid-Widget. Und da habe ich hier das UI Window H. Ja? Und hier habe ich Mock Window CPP. Das ist also das, was mein Meta Object Compiler herstellt. Das kann man sich angucken. Ja, UI.h ist erstellt von dem Window UI. Da ist das erstellt. Das binden wir ja ein. Das können wir uns mal anschauen. Was ist jetzt eröffnet? Genau hier. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Da ist mein Kate. Und ich habe jetzt hier also die Oberfläche, die erstellt wird. Hier sind die ganzen Includes, die hergestellt werden, die benutzt werden. Und hier wird die Oberfläche erstellt mit Grid-Layout sowieso. Ja. Hier seht ihr das. Ja. Mit dem Grid-Layout, wie wir das auch selber schon von Hand gemacht haben. Dann werden die Labels hier eingefügt, das Line-Edit, die Line-Edits werden eingefügt und so weiter und so fort. Ja. Am Ende hier der Button wird eingefügt. Ja, das ist eigentlich das hier. Retranslate UI haben wir noch hier so eine. Und das ist also das, was wir da machen. Ne? Setup UI, das ist das, was wir aufrufen. Und das andere hier, Mock Window, im Prinzip, das lohnt sich nicht, das zu ändern. Ja, das steht hier auch drin, weil das beim nächsten Mal überschrieben wird. Auch das hier, Mock Window CPP. Es ist zwar mal interessant, sich das anzugucken. Ich glaube, jetzt öffnet er das hier in einem Creator, genau. Lohnt sich jetzt nicht, das anzugucken eigentlich, weil das wird erstellt, weil dort QObject drin steht in meiner Klasse. Ja. Das ist also das, was dann dahinter steckt, um bestimmte Funktionen zu erstellen, um diese Kommunikation herzustellen. Ja, das kann man sich also anschauen. Kann daraus auch noch einiges erlernen, wenn man das möchte. Aber im Prinzip reicht das völlig aus. So, an der Stelle entlasse ich euch in die Praxis. Ihr könnt also daran noch ein bisschen experimentieren und weitere Funktionen hinzufügen, weitere Elemente, die eingegeben werden. Das kann man hier machen, ja, jederzeit. Kann man dort rein und kann diese noch erweitern. Ja, ich könnte also eine weitere Zeile machen, nicht nur Name und Vorname, sondern meinetwegen auch, wie gesagt, das Geschlecht und so weiter und so fort. Ja, das ließe sich machen. Das ist eine Eingabemöglichkeit. Hier so eine Checkbox oder hier sowas. Ja, so eine Checkbox kann man da machen. Das kann man dann hier dazwischen packen. Ja? Entweder dahin oder dahin. Ich packe das mal hier hin. So. Und das ist mir nichts. Dann machen wir das mal dorthin. Und das machen wir an die Stelle. Da will ich es eigentlich haben. Das ist ja böse. Das ist böse. Da und da. Naja, könnt ihr auch ein bisschen experimentieren. Ja, so eine Checkbox, und die kann ich auswerten, ob die geklickt ist oder nicht, und kann dann entsprechend sagen, okay, ist weiblich oder männlich. Das wäre mal so eine kleine Erweiterung noch dazu. Ja, an der Stelle sage ich mal, macht's gut, habt eine schöne Zeit und bis demnächst.